Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zum Potternander Sonntagsspaziergang. Diesmal soll mich mein Weg nach Rellinghausen führen, wo ich das alte Damenstift besuchen werde und mich anschließend auf den Spuren des Mittelalters Richtung Blücherturm begeben werde. Wenn ihr also Lust habt und ja, noch nichts vorhabt, dann begleitet mich doch einfach ein Stückchen. Und am Ende des Tages gibt es mal wieder ein kleines Video, ein Kurzvideo sowie dann auch den Track zum Nachlaufen. Bis dahin erst einmal viel Spaß, schönen Sonntagnachmittag, euer Schrömi von Potternander. Ja, nach einem wirklich kurzen Fußmarsch habe ich dann von Rüttenscheid schließlich hier die Lambertuskirche erreicht, im schönen Stadtteil Rellinghausen. Und ja, das Gebäude ist wirklich unglaublich beeindruckend und ist wirklich erlebbare Stadtgeschichte. Wirklich phänomenal, sehr schön. Ja, ich bin wirklich unzählige Male diese Fahrradtrasse entlang gefahren, ohne wirklich, ach wie schön, ohne wirklich zu wissen, dass sich diese Kirche hier befindet. Und schön, das hat gut gepasst. Ja, es macht also wirklich Spaß, mal einen Gang rauszunehmen, zu entschleunigen und auch mal zu Fuß die Stadt zu erkunden. Also ich erlebe und sehe tatsächlich hier mehr als mit dem Fahrrad die Trasse zur Ruhr runter zu rasen streckenweise. Ja. Aber ja, ich genieße das gerade sehr. Dieser Gerichtsturm, auch Blücherturm genannt, ist ein stiller, steinerner Zeitzeuge, dass auch in Essen Hexenprozesse abgehalten worden sind. Spannend. Tja, wer hätte das gedacht? Essen überrascht, kann ich nur sagen. Da sitze ich schon wieder mitten im Stadtwald und bin in der Nähe des Stadtwaldtunnels bzw. des Schillerbrunnens sowie Uhlenkrugstadion, alles ganz nah beieinander. Und ja, ich entdecke hier wirklich immer wieder Neues und lass mich gerne auf neuen Faden leiten. Und ja, wenn ihr schon neugierig seid, dann bleibt gespannt. Heute Abend gibt es eine kleine Zusammenfassung und ja, ein Kurzvideo. Und ihr könnt auf jeden Fall auch den Track sehen, den ich gelaufen bin. Vielleicht findet ihr euch da irgendwie wieder und habt Lust, vielleicht auch mal auf Entdeckungsreise in eurer Stadt zu gehen. Bis dahin, ich sag mal so, es hat mir wieder Spaß gemacht. Morgen beginnt die neue Arbeitswoche. Montag, wer hätte das gedacht? Egal, bis dahin, habt noch einen schönen Abend und ich wünsche euch alles Gute, euer Schrömi, bis dann.